Hallo Freunde der Victorinox Messe, ich möchte euch heute, wie schon gesagt, ein Victorinox Messer vorstellen. Das ist das zweite, was ich mir oben bei Rügen geholt habe. Und mir hat das Design einfach schon sehr gefallen. Und ich habe halt jetzt nicht so viele Zweihand- oder beziehungsweise Multifunktionsmesser bei mir rumliegen, deswegen war das eigentlich auch mal was eine schöne Abwechslung für mich. Ja, hier ist. Also es ist keine klassische rote Hülle für den Messer, das ist hier so eine silberne mit dem Aufsch mit der Aufschrift Victorinox und dann hier noch das Logo. Ja. Und ja, schauen wir uns mal die ganzen Funktionen an. Wir haben ein langes Messer, das ziemlich spiegelt. Hier ist die Kamera. Ja. Es ist ja schon sehr schön, wenn man sich das so anguckt. Auf der Klinge steht noch was drauf. Okay, also hier steht Victorinox im Swiss Made im Stainless, also eine rostfreie Klinge. Okay, dann haben wir hier noch eine etwas kleinere Klinge auf der anderen Seite. So, die sieht so aus. Die Maße werde ich dann gleich nochmal ansagen, aber erstmal gucken wir uns die ganzen Funktionen generell an. Ja. Dann haben wir hier als nächstes eine Säge. Die sieht so aus, also sehr schön auf jeden Fall. Ja. Damit könnte man sehr gut und einfach wahrscheinlich sägen, ja. Was man halt mit einer Säge so tut, nicht wahr? Ja, und spitz ist sie auch. Wie ich gerade herausgefunden habe, als ich es zuklappen wollte. Dann sagen wir als nächstes, wir haben eine Schere. So. Gut. Kann man. Also das werde ich danach alles probieren, das Schneiden und so. Also jetzt nicht aufregen, ich wollte nur die ganzen Funktionen erstmal vorführen und zeigen. Und alles ist sehr schön poliert, wie ich finde. Gut, dann kommen wir hier zu einem. Warte kurz, wir haben hier ein. Okay, jetzt. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, was das ist. So Dosenöffner ist es auf jeden Fall nicht, die sehen anders aus. Ich denke mal, wir haben auf der anderen Seite noch einen Dosenöffner. Ja, das hier ist ein Dosenöffner. Beziehungsweise ein Kapselheber. Okay, also wenn ihr wisst, was das hier ist, dann könntest du mir gerne in die Kommentare schreiben. Mir fällt das jetzt gerade leider nicht ein. Naja, so sieht das dann aus, wenn beides davon offen ist. Und man kann es sehr schwer wieder einklappen. Ja, dann kommen wir mal auf die andere Seite zu sprechen. Wir haben hier einen Korkenzieher. Also bei den meisten Victorinox-Messern oder bei manchen Victorinox-Messern ist das so, da hat man dann hier so drin noch einen kleinen Schraubenzieher. Der ist jetzt bei mir nicht dabei, den kann man sich dazu bestellen. Und hier drin ist eine kleine Öse, da kann eine Nadel rein und so. So, da ich glaube, da war keine Nadel vorher drinne, das wäre sonst blöd, dann wäre die ja jetzt weg. Aber man kann sich das ja alles nachbestellen. Auf der Seite von Victorinox oder bei Amazon. So, dann gucken wir mal die nächste Funktion. Und schon wieder eine Funktion, die ich, also ein Werkzeug, das ich nicht kenne. Ja. Okay. Also, ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr das wisst. Oder ich werde mich mal im Internet noch dazu belesen und werde diese Funktion, also beziehungsweise den Werkzeugnamen dann noch einblenden. Wir haben noch das hier. Also, das hier ist wahrscheinlich irgendeine Nadelführung oder so. Also, es hat irgendwas mit Nadel und Faden zu tun. Das weiß ich jetzt schon. Ja, jetzt. Okay, mit ein bisschen Abstand geht's. Gut. So, das wäre dann auch alles zu diesem Werkzeug. Dann haben wir hier noch klein und versteckt eine Pinzette auf der einen Seite. Ja.
Okay, gut. So sieht die aus. Kommt hier so rein. Und dann haben wir auf der anderen Seite einen Zahnstocher. Also komplett aus Plastik jetzt. Und dann haben wir hier noch einen kleinen Schlüsselring. Schlüsselbundring oder so. Ja, also es gäbe theoretisch eine Kette dazu, die wollte ich aber nicht unbedingt haben. Ich bin halt nicht so der Freund davon, der sich das an so eine Kette macht. Dann trage ich es dann doch lieber am Schlüsselbund, auch wenn das ein bisschen schwer ist, oder ich stopfe es mir halt einfach so in die Hosentasche, weil Kette war jetzt nicht so meins, weil die ziemlich kurz war. Naja. So, okay, dann gucken wir mal kurz auf ein paar Maße. Also, wir haben eine Klingenlänge, also nee, wir haben ein Gewicht von 97, wir haben ein Gewicht von 97 Gramm. Dann haben wir eine Klingenlänge, also von der großen Klinge haben wir eine Klingenlänge von 6,5 Zentimetern. Dann haben wir von den kleinen Messer, das mache ich nochmal kurz auf, eine Klingenlänge von 3,8, 3,9 Zentimetern. Und bei der Säge haben wir eine Länge von 7,4 Zentimetern. Also ja, ist schon ordentlich. Also im offenen Zustand mit bei der großen Klinge wären es dann 15,7 Zentimeter. Beim kleinen Messer wären es 13,1 Zentimeter und bei der Säge wären es 16,3 Zentimeter, die das Teil hat an Länge im offenen Zustand. So, im geschlossenen Zustand haben wir 9,1 cm Länge. Und ja, das wäre eigentlich auch schon alles. Die Funktion habe ich jetzt schon alle vorgestellt. Und wir können ja nochmal gucken, wie es schneidet bzw. sägt. Dann hole ich mir wieder ein Blatt an die Seite und dann schauen wir mal. Ja, also. Das mal. Ja, es ist scharf. Wie ihr sehen könnt. Hoffentlich halte ich das jetzt auch in die Kamera. Okay, ja, also die große Klinge ist scharf. Machen wir das mal kurz ab. Das nervt ein bisschen. Gucken wir mal kurz auf die kleine Klinge. Die ist, glaube ich, sogar noch mal ein bisschen schärfer als die andere. Ja, die ist noch mal ein Zacken schärfer. Wahrscheinlich wurde die hier besser verarbeitet damals. Okay, mal gucken, wie es aus dem Stand herausschneidet. Ja, geht auch. Völlig in Ordnung. Und naja, dann muss ich mal kurz gucken, ob ich was habe, um die Säge zu testen. Ich habe mir von drüben kurz einen kleinen Holzklotz besorgt, den hier. Und den wir jetzt mal schauen werden, wie gut die Säge denn nun sägt. So, machen wir sie mal kurz auf. Ich hoffe, ich rutsche nicht ab oder so. Aber sie bahnt sich einen Weg. Ja. Okay. Also wahrscheinlich, man kann es sehen, sie sägt auf jeden Fall, aber ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu dickes Holz. Da müsste ich nachher mal rausgehen und das mit einem Ast probieren und irgendwo eine Kamera hinstellen oder so ähnlich, wenn ich das dann mache. Ich werde dir nachher noch ein paar Bilder knipsen gehen, um die dann am Ende des Videos noch einzublenden. Hätte ich mir vorgenommen, da könnte man dann noch schön was draus machen. Ja, ich sehe ja gerade, das Video wird auch gerade ziemlich lang. Also dann, das wäre es dann auch schon mit dem zweiten Video von den drei Teilen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.